Oh, hi und willkommen, mein Name ist Danny Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, weil die ganze Zeit bist du still, aber wenn ich mein Intro mache, dann machst du das Maul auf, ne? Okay. Ja, wir sind zum Gohan, wir sind Level 76, was ganz schön hoch ist, und ja, wir müssen uns jetzt aufmachen zu Super Buu, um ihn zu erledigen, weil wir haben jetzt die Macht, das zu tun. Und ja, in der letzten Folge haben wir gegen Super Buu gekämpft mit, oh, da liegt was, mit Gotenks, und ja, zweimal mit Gotenks, war relativ ausgeglichen. Und jetzt, ja, nachdem der Kaioshin fertig war mit der Wiedererweckung von Son Gohans Kraft, boom, machen wir uns jetzt auf und machen Super Buu fertig. Boah. Auch einer der besten Momente der Serie. Weil, keine Ahnung, das ist der Moment, wo Son Gohan endlich mal wieder badass wurde. Zum letzten Mal. Und ja, wir kümmern uns jetzt um die Bedrohung. Ich finde ein bisschen enttäuschend, dass der Ladebildschirm sich noch nicht geändert hat. Wir sehen immer noch Babidi mit Dabra, Yakon und so. Und ja, anstatt irgendwie Majin Buu. Irgendwie voll dämlich. Muss ausgerechnet jetzt hier dieser Titelbildschirm kommen, das wäre so gut hier von Dings gewesen. Für das Intro, aber jetzt ist wieder das Ding dazwischen gekommen, ey. Most badass line von Son Gohan. Fight you? No, I wanna kill you. Ich wollte schon sagen, ich muss jetzt stärker als er sein. Oh Mann. Kampfstil ein bisschen geändert, da wäre perfekt. Boah, ich bin einfach durchgedüst. Naja, das größte Squash Match überhaupt, als so ein Gohan aufgetaucht ist und Super Buu fertig gemacht hat. So, volle Power. Wie du schreist mich an hier. Ich schlag dich. Da, oh, ich war doch auf dem Weg. Also Unverwundbarkeit, die geht mir doch echt auf den Nerven. Ich muss nur rechtzeitig abwehren, dann kann ich direkt angreifen. Sehr gut. Aber ja.
Aber ich konnte noch weitermachen. Egal. Ich will das machen. Wenn ich schon stark genug wäre. お前だったか。遠い遠い。ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ。俺はお前だけは許さない。 絶対絶対だ。すまんごはん。 Mein Gott, Piccolo Escape. Ich glaube nicht, dass das nur so eine kleine Explosion war. Shindanoka? わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ごはんさんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。うん。ちょっとだけな。そうだ。聞かせろ、ごはん。 Ein alter Mann hat um mich herum getanzt, auf mit Finger auf mich gezeigt. Dragon Raider war Targa. Oh, oh, Oringa Mutterirma. Den der Kursarete Schmatter. Dragon Raider. Den der ich dem Asio. Hora. Kaska nicht Kio Kandir de Show. Moni. Wie blöd seid ihr eigentlich? Leute. Ja, die restlichen Überlebenden. Ich soll vielleicht mal die Chance nutzen. 48 Watt. Sollte die Chance vielleicht mal nutzen, einige Angriffe hier, einige Charaktere hier hochzuleveln. Ich glaube, Son Goten und Trunks habe ich nämlich noch kein einziges Mal hochgelevelt. Deswegen, ich glaube, ich weiß zwar nicht, wo ich die für irgendwas noch brauche. Ich glaube ja eher nicht, aber ja, nicht schaden. Deswegen haben sie uns wahrscheinlich hier diese einen Moment gegeben, wo die, weiß ich nicht, kurz weggelaufen sind. Also Son Goten und Trunks. Weil die uns irgendwie eine Chance geben wollten, irgendwie die hochzuleveln oder so, nehme ich mal an. Anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Aber ich kann ja mal machen, ne? Man will jetzt keinen Unterschied machen, selbst wenn wir die jetzt mal steuern würden. Ich weiß sowieso nicht, ob ich Trunks überhaupt mal steuern kann. Außerhalb des Radars, ja. Ja, diese Fähigkeit habe ich mal ausprobiert, irgendwie bringt sie nicht so. Ich habe mal mit Krillin und Yamshu, glaube ich, im Team hier das eingesetzt und irgendwie werde ich trotzdem von den Gegnern gesehen. Das ist voll doof, ey. Ja, ich hier die ganzen Sachen erstmal alle lernen. Das ist nützlich im Moment, nur halt diese tun wahrscheinlich alle nur ein. Boah, was? Stufe 50. Zum wahrscheinlich erstmal alle erst hier
nur ein HP oder so abziehen, also 15% mehr Schaden, da wird es auch nicht so bringen. Aber gut zu wissen. Egal, haben wir schon mal die Sachen ja alle. Ich weiß, wann ich das nächste Mal Chance haben werde, die ganzen Sachen hier zu lernen, ne? So, boom. Zeit des Radars, weil das ist voll eine gute Fähigkeit. Die ganzen passiven tue ich ja nur lernen eigentlich, ey. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch so ein paar Attacken oder so lernen, aber nein. So, gleich geschafft. So. Du kannst ja deutlich, eindeutig in Super Saiyan verwandeln, ne? Und ja, das heißt, die sind wahrscheinlich spielbar, ne? Was habe ich denn davon, wenn meine Unterstützungscharaktere hier sich in Super Saiyan verwandeln können? Muss ich ja erstmal sagen, ey, verwandle ich in Super Saiyan und dann können die noch mal irgendwie einen Angriff machen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, voll doof. So. Einfach hier, also nicht. Ich hoffe, jetzt sind keine Missionen, Nebenquests oder so hier aufgeploppt oder so. Okay. Kann ich auf Level 77 irgendwas lernen, irgendwas Neues? Nee, ne. Okay. Ehrlich? Ah, oh, tu nämlich vor, dass der Story ziehen. Ich will eigentlich heute fertig werden. Westlicher Bereich, das auch hier, ne? Nö. Westliche Hauptstadt, die dürfte eigentlich gar nicht mehr stehen, ne? Majin Buu hat 80% aller Leute getötet und jetzt ist ein neues Bild. Was? Son Goku und Schwachstellen natürlich kann als ihre Fusionszeit, wenn es Kampf gegen Majin Buu abläuft. Zum Glück taucht Son Goku gerade richtig auf und fesselt seine neue Kraft. Ich habe gerade das Spiel geladen und da war noch das alte Bild mit Dabra und Co. Babidi und so. Und da habe ich mich nur beschwert, weil die ganze Zeit kommt hier kein neues Bild und ja, jetzt kommt hier natürlich eins. Dankeschön. So. Oh, jetzt sind echt keine Leute gerade. Wollte schon sagen, dürften ja eigentlich gar keine mehr da sein. Gut, haben sie wenigstens daran gedacht. Finde ich gut. Ja, alle sind tot. Kacke, ne? Gut, ich wäre nämlich enttäuscht gewesen, wenn jetzt hier Leute nur am Rumlaufen gewesen wären. Das wäre ein bisschen dämlich gewesen. Hi du, na? Was macht denn ein Pflanzenmann hier? Oh, es hat zurückführen von dieser Einquest mit Son Gohan damals. Er wird noch die ganze Stadt zerstören, wenn ich es unternehmen. Macht halt wirklich einen Unterschied? Die Toten werden sicher nicht gerade erfreut, nach der Wiederbelebung eine zerstörte Heimat anzutreffen. Stimmt. Ist halt wirklich so wichtig gerade. Ein super Pflanzenmann? Erlegen wir ihn. Ja, ja. Bus. Das sind ganz viele. Es waren also mehrere. Gut, dass du nur Pflanzenmänner sind. Die sind leicht zu erledigen. Los geht's. Ja, wie macht man auch mal? Wollte ich nicht, das wollte ich machen. Nur eins. Mein Gott. Auf Level 76 ist ein bisschen überpowered. Ja, ich glaube schon. Ich krieg nichts an Erfahrungspunkte. Ja. Puh, das dürfte es gewesen sein. Warte, was ist los? Das sind massenweise Pflanzenmänner. Ganze westliche Hauptstadt ist voll davon. Wir können diese kleinen Monster fragen, meine Stadt zu verwüsten.
Warte, diese Dinger benehmen sich irgendwie fremdgesteuert. Gegen sie zu kämpfen wäre eine Zeitverschwendung. Was sollen wir jetzt tun? Was? Ich spüre ein starkes Ki über die Stadt. Es könnte jenige sein, der die Pflanzenmänner steuert. Den sollten wir zuerst erlegen. Was zum Teufel ist das? Er ist viel zu stark für einen Pflanzenmann. Das muss ein super Pflanzenmann sein. Hey, die haben sich vermehrt. Das Ding hier steuert also wirklich die anderen Pflanzenmänner. Da müssen wir es schnell erledigen. Genau, konzentriert dich auf ihn. Hat schon wieder ein neuer aufgetaucht. Aber welcher von euch ist jetzt der Super? Du, der 3 Level höher ist? Mir gleich einen Erfahrungspunkt gegeben. Ach, erledigt. Das Ding war wesentlich stärker als ein normaler Pflanzenmann. Nein? Ich weiß ja nicht, was, aber ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas muss es stärker gemacht haben. Gut, dass wir es gleich erledigt haben. Wer weiß, was sonst noch alles passiert wäre. Meinst du, die Pflanzenmänner in der Stadt gehen jetzt nach Hause? Hoffentlich. Was? Du machst wohl Witze. Warum sind das immer noch so viele? Sie haben ihre Ki gesenkt, damit sie nicht bemerken. Son Gohan. Ich schätze, wir müssen gegen sie kämpfen. Die sehen nicht aus, als würden sie uns einfach gehen lassen. Nicht, dass wir weglaufen wollen. Ganz genau, vor diesen kleinen Freaks laufen wir doch nicht davon. Okay, Leute, beeilt euch. Okay. Oh ja, bitte start es bei. Ja. Zweimal gegen euch zu kämpfen reicht doch wohl, oder? Ja, aus dem Weg. Ja. Wir gleich kommt so ein Kommentar. Boah, die waren voll stark. Aber ja. Ein Schaden sehe ich da noch. Okay, Piccolo, du machst wenigstens etwas Schaden. Oh ja, boah, ich habe keinen Bock, dahin zu fliegen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh. So, weg mit dich. Ah, Mann, bin ich froh, dass das endlich vorbei ist. Hey, sieh das mal an, Schwanz. Sieh mal ab. Ja, das hat man auch, wenn man sich mit uns anlegt. Die wir gerade erlegt haben, haben also die anderen gesteuert. Aber warum waren einige Pflanzenmänner so stark? Moment mal, das ist... Ich wusste es. Was? Sieh das mal an, das sind Sensobohnen. Die haben die Pflanzenmänner ausgeprobt, gegen die wir gerade gekämpft haben. Sensobohnen. Das könnte die Erklärung für ihre Stärke sein. Du meinst, sie haben sie gegessen? Ja, ich weiß zwar nicht, woher sie haben, aber sie müssen in den Pflanzenmännern eine Reaktion ausgelöst und sie stärker gemacht haben. Das fällt mir zwar schwer zu glauben, aber die Sensorbohnen scheinen etwas damit zu tun zu haben. Also die Pflanzenmänner kommen nicht von der Erde, da könnte die Bohnen bei ihnen etwas anders wirken. Verstehe. Und Piccolo, was ist? Was sollen wir mit den Bohnen machen, die Pflanzenmänner ausgespuckt haben? Die sehen gut aus. Meinst du, wir sollten sie behalten? Die sehen nicht schlecht aus. Vielleicht sollten wir sie behalten. Man kann nie wissen, wann man sie mal braucht. Ja, Sensobohnen findet man schließlich nicht alle Tage. Aber essen werde ich die auf keinen Fall. Warum dann? Einfach irgendjemanden geben, der nichts davon mitbekommen hat oder was? Hier, Vegeta, danke. Schmeckt nach Pflanze. So, okay, da war voll die Zeitverschwendung eigentlich. Letzte Hoffnung. Oh Gott. Soll man nicht einer sagen, dass ich was verpasst habe, ne? Oh, ich bin ganz schön angeschlagen, sehe ich gerade. Egal. Aber eine Sensorbohne gerade gefunden. Eigentlich voller Spoiler, ne? Man sieht da Vegeta mit einem Heiligenschein, ne?
Dann sieht man eine andere Version vom Bu. Weißt du, wenn jemand dieses Spiel noch nicht gespielt hat, dieses Spiel ist nur was für Dragon Ball Z-Fans. Und was? Der Satan hat Ki? Jawohl, ja, der hat ein ganz klein bisschen Ki, ne? Haben wir in den Zeltspielen noch herausgefunden. Mein Gott. Du bist jetzt Teil der Z-Krieger. Songo und die anderen nehmen Mr. Satan und seinen Hundebegleiter in ihre Gruppe auf und setzen dann ihre Suche nach Dende fort. Und dann? Dende! よく逃げ延びたな。ポポさんが僕をすぐに外科へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ。素晴らしい判断だったぞ。おい。何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、神様だぞ、神様。え？なんだ。 Für eine Stunde nach dem Kampf mit Bu. マジンブーだ。どうだな。一体何を企んでるんだ。おい、ちびたち。俺はお前たちと戦いたい。え？な、なんだと。勘違いするな。 貴様の相手はこの俺だ。<笑>まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。 Aber für ein wunderschönes Geräusch. Bling, ding. Aber jetzt kommt mal wieder eine Cutscene. Oh Mann. どうかな、ご飯君。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。これはすごくインテリジェント。これは普通に見えなかった。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。 遥か遠くにお前の存在を感じた時から、この作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。 Deswegen hat er eine Stunde gewartet.
再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。あ、ズマボイスファイティリケント。そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど。そういうことか。納得。Na komm mal her und versuch's doch. Sind wir auch unter mir. Levelmäßig. Göre. Ist ja nicht ein weiblicher Ausdruck. Sind Göre nicht normalerweise weiblich? Ich hab kein Ki. Ah, die Betäubungsanzeige ist so blöd, ey. Irgendwie kriegst du doch nie irgendwie hin, dass der Gegner mal betäubt ist, ey. So, wenn jetzt jedes Mal da, der tut sich da schon wieder hoch damit. Voll dämlich, diese Betäubungsanzeige. Uah. Hör auf mit diesem Angriff, ey. War doch hier in die Fresse, Mann. Dann noch den hier. Ich habe gesagt, den hier. Meinst du, ich treffe dich dahinter nicht? Hier. Oh. Ah, no. Ja, jetzt geht's in die Fresse. So. Dann Key, weg mit dich. Das noch mal zwei. Ich bin viel stärker als er. Boro Boro Dana. Mo akite kita. Soro soro finish o kimeru ka. Goldmedaille und Kochmedaille. Warum nicht? Okay. Ja. Gut ist, Bu hat ein Zeitlimit, hat er selber gesagt. お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を、私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。この命絶対無駄にはしねえぞ。あ、ドップ S。ドゥンドゥン。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ、行ってきます。おっと、待った。渡すもんがあった。
ホタラじゃ。後で片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか？もう片方はご飯の耳耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。は？本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。ほれちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。いや、ははあ、うおお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子になるんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。はあ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくらいなんだ。ホタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。Ah, das haben sie jetzt extra gesagt wegen Dragon Ball Super, ne? Weil die jetzt schon wieder irgendwie umgedreht haben, ne? ありがとうございました。Okay. Dann ja, fusionieren wir mal mit unserem eigenen Sohn. Auf ewig, auf ewig, auf ewig. Okay. Guter Tipp vom Kaioshin irgendwie erst am Ende nach der sagen, dass das unbegrenzt ist. Ja, währenddessen. Oh, keine Destructor Disc. Wart. Also er kann sich schneller bewegen als der Schall, aber kann kein Ohrring fangen, ey. Gut gemacht. Ein bisschen doof. Das kann ich nicht mal mit jemand fusionieren. Und hiermit haben wir die stärkste Form von Majin Buu. お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。来たぞ。何人も何人も吸収しやがって。この木は まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。ジュース瞬間移動か。
のはここまでじゃ。せっかくエンマ大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。Also zum Logo kann ich in die Welt der Lebenden zurückkehren, aber dann kommt auf einmal sowas, ne? Vegeta, ja, was so datta. Kakarotto. Vegeta, tamatte koitsu o migi no mimi ni tsukete, ora to gattai shite kure. Kotowaru. Naze ore ga kisama nanka to. Kore shika nee en da yo. Majin Buu ni katsu ni wa sa.貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろ、みんなのことを。よくせ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。ぬはぬって、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。おー、ゼアゴーッ。何が起きた。よっしゃー。おほほほ。最強ライバルの共闘。九州市。Damit wurde der stärkste Charakter in Dragon Ball Z geboren。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、こいつがスーパーベジッター。ああ、ビーマンガ。Direkt zum Super Saiyan。なあ、あ、es kommt wieder。We got power im Hintergrund。おお。ねえ、だ、wird nichts。doch。Fangt den Zirkusaffen! Aha. Ich hab gesagt, fangt den Zirkusaffen! Nimm mal ein niedrigeres Level als Son Goku an. Die Geister erwischen mich gar nicht. Was ist das? Der hält sogar was aus, gut. Am liebsten würde ich ja diese eine Fingerattacke auf die Geister einsetzen, wie im Anime. Aber der hat geblockt. Willst du mich auf den Arm nehmen? No. Oh, ich bin sogar da aufgebrochen.
ausgerüstet hat. Boom. Bester Kampf. Ah, wie kannst du es machen? Kristall, ich schlitz dich auf. Ein Dämon am Spieß. Hat er gesehen, wie schnell er gekommen ist? Ach man, komm, damit will ich dich erledigen. Wie hat das nicht getötet, ey? Kristall! Auf du gefällt her damit, ey. Ja, okay, falscher Knopf, egal. Was soll's? Ach man. Ja, noch eine Cutscene. Jetzt kommen sie alle. Ja. Oh, das ist so episch. Geil. Motto Honki o dasasete hoshii mon da na. Oh, haben sie alles in dieser eine Cutscene gebracht, ausgezeichnet. だから、そろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1、2、3、4。ぐー。何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたら、することはたった一つしかないだろう。 こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ。さっきあいつにちぎられたあれを使って。7、8。やっと気づいたか。 そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー。 Ja, das war's dann. Jetzt ist niemand mehr übrig. Denkst du noch Kacke? Nante koto da. Kyushuu sarete shimatta. Owatta. Ja. わからんぞ。ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。
Die Vorhersage von Rokaishin erweist sich als zutreffend. Vegeto kann in Majin Buus Körper eindringen und die Kontrolle über seinen eigenen Körper behalten, indem er eine Barriere bildet, bevor er absorbiert wird. Im Innern trennt sich Vegeto in Son Goku und Vegeta auf, die dann Son Gohan, Piccolo, Trunks und Son Goten aus ihren fleischigen Gefängnis befreien. Ja, ich habe mich schon gefragt, irgendwie soll man das auch bitte schön irgendwie in Spielform machen. Müssen ja extra ein neues Gebiet und so wahrscheinlich programmieren für diesen einen Moment, da wäre ein bisschen doof, ne? Weil zu viel Aufwand, glaube ich. Bin ich eigentlich gesagt, gut, dass wir ein bisschen so geskippt haben. Cleverer Junge. Nein, ich bekomme immer weniger Finger. So war der eigentlich im Original. Am Anfang hatte der irgendwie, weil ich nicht so Topflappen irgendwie als Hände. Jetzt nachdem der irgendwie einige absorbiert hat, hat er so Hände bekommen, so richtige. Ist auch irgendwas, was mir erst immer sehr spät aufgefallen ist. Ich glaube, Bu hat gerade etwas größere Probleme. Merkt doch einfach Son Gohan auf, dann wäre alles schon vorbei, ne? Ich sag ja nur. Und ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen. Düsteres Bock. Ich hoffe, hier sind nicht noch irgendwie Nebenstorys oder so aufgetaucht. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich die Story des Spiels schon langsam durchspielen. Ne? Ich meine, mehr kommt jetzt eigentlich nicht mehr so. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich tue Son Goku und Vegeta offscreen, vielleicht aufleveln irgendwie so. Also nicht aufleveln, aber Skill lernen lassen und so. Wenn ich euch da nicht mit noch hineinziehe und so. Und ja, im nächsten Part werden wir dann uns um Bu kümmern aus Stufe 31 mit Putzig. Gut. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Guck nicht so, wie geht er.